Hallo, guten Abend. Hallo, good evening. I will speak in English with your permission. Tonight we are celebrating 300 years of Jewish composers in Germany. We have a diverse program of many different pieces from different eras, exploring different topics, and the connecting thread is the relationship between German culture and Jewish culture and the cross-fertilization between the two. We will start, and I would like to introduce Mr. Michael Kashi, who is from the board of directors of the Jewish community here in Stuttgart, to say a few words at the beginning. Please, Mr. Kashi. Sehr geehrte Damen und Herren, zuerst mal will ich im Namen der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, insbesondere meine Vorstandskolleginnen Barbara Traub und Susanne Jakubowski, für die Einladung danken und danken, dass ich heute zu Ihnen auch reden darf. Ein Festkonzert 300 Jahre jüdische Komponisten in Deutschland. Wie Sie wissen, wir feiern dieses Jahr auch 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Eine sehr, sehr lange Zeit. Heißt das, dass man hier in Deutschland viel über Juden weiß, über die jüdische Religion und dass wir auch in Deutschland heute sehr viele, auch hier in Stuttgart, sehr viele lebendige jüdische Gemeinden haben? Wohl kaum. Vor ein paar Wochen habe ich auch vor Publikum gesprochen, ein Konzert in der Musikschule, Rote Bildplatz, gesprochen. Habe ich auch so ein Kurzwort gesprochen und als alles vorbei war, und ich wollte schon nach Hause gehen, kam zu mir ein Mann, der vorher im Konzert war und hat mir gesagt, ich wusste überhaupt nicht, dass es in Stuttgart eine jüdische Gemeinde gibt. Und ich habe ihm gesagt, doch, es ist sogar eine sehr schöne und sehr lebendige Gemeinde. Und hat mich gefragt, wo ist die jüdische Gemeinde? Und ich habe ihm gesagt, genau 100 Meter von hier entfernt, auf der anderen Seite der Straße. Und er war ganz überrascht, hat mir gesagt, er ist so oft da in dieser Gegend, aber er hat noch nie gesehen, dass da eine jüdische Gemeinde ist. Deswegen bin ich besonders froh, dass solche Konzerte oder Veranstaltungen gibt, die zeigen, dass zuerst mal Juden schon seit 1700 Jahren in Deutschland leben und auch sehr viel beigebracht haben, zum Beispiel Komponisten und es gab auch Maler und alles Mögliche. Ich finde, es ist an der Zeit, dass die Bevölkerung in Deutschland ein bisschen mehr über jüdisches Leben, jüdische Gemeinden wissen. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und damit zeigen Sie, dass Sie das auch wissen wollen. Nochmal ein Dankeschön.
אני מוטלת כאבן בין הרכסים הללו. Thank you.
Thank you.
Meine Damen und Herren, gestatten Sie nur ganz wenige Worte zu dem nun folgenden Werk Pas de Deux von Zwiafni. Zwiafni kam als Zionist nach Palästina, aber er hatte das große Unglück, dass sein Vater 1938 von Arabern verschleppt und ermordet wurde. Und vielleicht gerade das hat ihn sensibilisiert für die Spannungen in diesem gelobten Land. Er hat sich wie kaum ein anderer für den Dialog der Kulturen der Völker eingesetzt. Zu seiner verlorenen Heimat, die er wieder oft und gerne bereist, nach Saarbrücken, genauso wie auch im israelisch-arabischen Dialog. Er spricht alle Sprachen und ist ein Mensch, der auch viele Impulse in seiner äußerst vitalen, melodischen und rhythmischen Musik aufnimmt. So ist das Pas de Deux, ist im Grunde genommen wie eine große emotionale Reise. Es beginnt mit einem vehementen Klagegesang, fast wie eine Prozession. Es hat natürlich tänzerische Elemente, orientalische Momente und vor allem auch immer wieder wunderbare, kantable Episoden, die auch seine ganz starke Inspiration durch die jüdische Tradition des Gesangs, sowohl im weltlichen wie im sakralen, dokumentieren. Es ist ein spannendes, konzertantes Werk für beide Instrumente, komponiert 2006. Dankeschön. Thank you.
Das nächste Werk kennen Sie natürlich in der originalen Klavierfassung. Ferdinand David war der erste bedeutende, ja, stilprägende deutsch-jüdische Geiger. Hier ein ganz wunderbares Dokument einer Künstlerfreundschaft. Ferdinand David hat ja auch das berühmte E-Moll-Violinkonzert von seinem Freund Mendelssohn uraufgeführt. Nach dem frühen Tod seines Freundes Mendelssohn hat er das vollgriffige Lied ohne Worte, eines der dramatischen Lieder ohne Worte von Mendelssohn, kongenial für Geige solo bearbeitet. Man staunt, dass man ein so vollgriffiges Klavierstück überhaupt für eine arme Geige bearbeiten kann. Aber Ferdinand David hat die Quadratur des Kreises vollbracht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit. Thank you.
Thank you.
Während ich diese vollgekritzelten Seiten vor mir sehe, frage ich mich, ob ich dir, mein Kind, wünschen soll, dass du von deinen Eltern das Talent für die Kunst erbst, oder ob es besser für dich wäre, einen sicheren Pfad einzuschlagen, der eine Familie ernährt und Arznei zu den Kranken zu bringen. Welche Heilung kann ein Künstler dem Sterbenden geben? Welchen Balsam kann ein Musiker oder Schriftsteller dem Verwundeten geben, dessen Blut tropft, oder dem Invaliden? Manche sagen, dass unser Beitrag zur Welt unnötig und eitel ist. Für sie ist der Künstler anders als der Bauer, der Lehrer oder der Apotheker überflüssig, da Töne, Worte und alles Sichtbare ohne uns entstehen. Soll ich dir das Leben des Künstlers wünschen, das wie ein Pendel zwischen Leere und Niedergeschlagenheit und dem berauschenden Pfauengeschwätz um ihn herum schwankt, den Komplimenten über seinen prächtigen Schweif? Oder hoffen, dass dieser Zauber, der ein Fluch ist, dir erspart bleibt? Frag mich lieber nicht gerade jetzt. Würde mir die Wahl gegeben in diesem Moment, habe ich keinen Zweifel, was ich wählen würde. Mein ganzes Leben lang habe ich geglaubt, dass die Musik das Erhabenste ist und völlig abstrakt, äquivalent zum Glauben an eine höhere Macht. Und im Gegensatz dazu sind die anderen Künste unterlegen und sogar verachtenswert. Ich untergrub meine Lehrmeister, war berauscht von den Schmeicheleien als Reaktion auf meine Klavierkonzerte und die Streichquartette, die mir in so frühem Alter so viel Ruhm brachten. Und von den Kritiken, die meine legendäre Sinfonie priesen und den Liederzyklus, den ich zu den Gedichten des Petrarca komponiert hatte. Thank you.
Mich meinte Machiavelli, als er sagte, menschliche Wesen lieben sich selbst und ihre Taten so sehr, dass sie sich kaum verteidigen können gegen das schleichende Gift der Schmeichelei. Von dessen Übermaß soff ich bereitwillig. Meine eigene Arbeit trieb ich voran wie ein großes Fressen auf Kosten anderer. Und zugleich lieh ich keine helfende Hand meinen Kollegen. Ihren kostbaren künstlerischen Kreationen, zerfetzten und blutigen Stücken ihrer Seele, erwies ich keinen Respekt. Arrogant war ich, boshaft, charakterlos. Diebstahl habe ich begangen, eingeschmeichelt mich, frevelhaft gehandelt, getötet. Hartnäckig war ich, irregeführt habe ich andere, jede Vorsicht im Reden über andere unterlassen. Kaltherzig war ich, Lügen habe ich erdichtet, Macht missbraucht, Not anderer übersehen. Oft Gottes Obhut missachtet, persönliche Eitelkeit hat mich geleitet, Qualen habe ich anderen zugefügt, Ratschläge habe ich erteilt, die schlecht waren, schuldig habe ich mich gemacht, treulos bin ich gewesen, ungehorsam gegen Gott, versündigt habe ich mich, Weisungen Gottes missachtet, Existenzen habe ich zerstört, zerstörerisch war mein Verhalten, arrogant war ich, boshaft, charakterlos. Diebstahl habe ich begangen, eingeschmeichelt mich, frevelhaft gehandelt, getötet, hartnäckig war ich, irregeführt habe ich andere, jede Vorsicht im Leben über andere unterlassen, kaltherzig war ich, Lügen habe ich erdichtet, Macht missbraucht, Not anderer übersehen, oft Gottes Obhut verachtet, persönliche Eitelkeit hat mich geleitet, Qualen habe ich anderen zugefügt, Ratschläge habe ich erteilt, die schlecht waren, schuldig habe ich mich gemacht, treulos bin ich gewesen, ungehorsam gegen Gott. Versündigt habe ich mich, Weisungen Gottes verachtet, Existenzen habe ich vernichtet, zerstörerisch war mein Verhalten. Ashanti, Bagadeti, Gazaiti, Dibati Dovi, Heveti, Veeshati, Zadeti, Ramasti, Tafalti Sheka, Yaatsti Ra, Kisafti, Latsti, Maradeti, Niatsti, Zarati, Aviti, Pashati, Zarati, Kishiti Oret, Rashati, Sirachati, Teafti, Taiti, Tiatati, Teafti, Taiti, Tiatati. Also sprach mein Vater an Yom Kippur. Und schlug die Worte in die Tafel seines Herzens. Rhythmische Schläge im Takt seines fiebrigen Murmelns. Jetzt stehe ich in Flammen
bezahle für meine Sünden.
Thank you.